Ich könnte heute den ganzen Tag schlafen, von morgens bis abends. Und irgendwie erinnert mich das an meine Zeit in Berlin, als ich eine komplette Nachtschicht gefahren bin in der Telefonseelsorge und jede Nacht viele, viele Anrufe hatte. Die Themen, die waren komplett unterschiedlich. Mal waren es junge Menschen, die nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll, die sich vielleicht auch nicht trauten, nach Hause zu gehen, weil sie gerade wieder schlechte Noten geschrieben hatten. Einmal hat bei einem Mädel der Freund Schluss gemacht und war komplett verzweifelt. Ich darf davon nicht so viel berichten, was da alles war, aber ich kann euch versichern, es waren alle Lebensthemen. Manche Anrufer, die, ja, die waren echt anstrengend. Aber manchmal gab es auch wirklich widerliche Sexanrufer, die musstest du erstmal als solche auch rausfinden, dass die eigentlich gar kein Thema haben, sondern jetzt nur mit dir eine kostenlose Nummer gerne schieben würden. Und dann gab es halt auch die Anrufe, die dich über Wochen, Monate und zum Teil bis heute, also Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Was jetzt derzeit in der Corona-Phase in der Seelsorge, in der Telefonseelsorge des Nächtens los ist, das vermag sich keiner vorzustellen. Weil vor allem die, die so oder so schon psychisch labil und krank sind, die haben jetzt nochmal verstärkt Themen. Die Menschen, die plötzlich unverschuldet in finanzielle Nöte gekommen sind, auch die. Und wer nun zu Hause in der Isolation ist, dem fehlt einfach auch die Ansprache. Und so glaube ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen an Strippe unfassbar viele Themen haben und gleichzeitig, wenn sie sich umdrehen, ja auch ihr eigenes Thema haben, weil auch sie sind von Corona betroffen. Die Telefonseelsorge in Deutschland, die macht wahnsinnig wertvolle Arbeit. Ich habe damals das Ehrenamtliche gemacht, weil ich, naja, ich war so ein kleines Schlitzohr. Und zwar im Psychologiestudium muss man irgendwie ein Ehrenamt machen, damit man eine gute Ausbildung bekommt. Und ich habe bei der Seelsorge in Berlin die fantastische Ausbildung zur Gesprächsführung am Telefon bekommen. Und ich habe ziemlich viel über mich selbst damals schon verstanden. Eine kostenlose Ausbildung und als Gegenzug ein Ehrenamt meinerseits. Ich finde, das war ein guter Deal, wirklich. Und ich glaube, dass die Arbeit in der Seelsorge auch was vielleicht für dich wäre. Und du solltest dich da unbedingt mal melden und mal schauen, was sie so machen. Tolles Ehrenamt. Für euch, die Haupt- und Ehrenamtlichen, die am Telefon jede Nacht und jeden Tag sitzen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, an allen Tagen im Monat, das ganze Jahr über. Für euch wollen wir heute unser Amazing Grace, unser Lied des Dankes, unser Lied der Verbundenheit, unser Lied des Zuspruchs spielen. Tolle Arbeit. Thank you.
Schöne auch für die am Telefon der Telefonseelsorge arbeiten. Das geht nicht einfach spurlos an euch vorbei. Vielen herzlichen Dank für euer Engagement. Vielen herzlichen Dank, dass ihr das aushaltet. Vielen Dank, dass ihr euch einfach so einbringt für die Menschheit. Davon braucht es noch viele, viele mehr. Wobei, ich finde, wir sind schon eine tolle Gesellschaft. Und lasst uns aufeinander zugehen und mit diesem Streiten und Recht haben wollen und beweisen wollen aufhören, sondern gemeinsam miteinander den Blick nach vorne richten, wo es hingeht und dann losmarschieren. Passt gut auf euch auf. Stay safe. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Eure Tanja.